Ein Elektron bewegt sich mit der Geschwindigkeit von 5 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde auf einer kreisförmigen Laufbahn senkrecht zu einem homogenen Magnetfeld von 0,016 Tesla. Berechne den Radius der Laufbahn. Hier ist dieses Elektron. Es bewegt sich mit der Geschwindigkeit v von 5 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde auf diese kreisförmige Laufbahn. Das Magnetfeld B zeigt aus dieser Arbeitsebene heraus. Und die magnetische Feldstärke B beträgt 0,016 Tesla. Wir suchen den Radius groß R von dieser kreisförmigen Laufbahn, Radius, den wir in Meter ausdrücken. Und um diesen Radius herauszufinden, werden wir diese Formel anwenden. Aber um sie anwenden zu können, brauchen wir die Masse von einem Elektron sowie auch die elektrische Ladung von einem Elektron. Das sind zwei Werte, die eigentlich bekannt sind. Wer sich nicht daran erinnert, kann immer den Taschenrechner fragen, denn im Taschenrechner sind solche konstante Zahlen gespeichert. Suchen wir zuerst die Masse des Elektrons. Dazu Shift für gelb und 7 für Konstante. Die Masse eines Elektrons ist in der Kategorie 3 versteckt, also klicken wir auf 3 und hier sehen wir sie, Masse eines Elektrons, die mit der Zahl 3 versehen ist, also klicken wir auf 3. Die Masse des Elektrons ist ungefähr 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Jetzt die elektrische Ladung eines Elektrons. Wir wissen, dass diese elektrische Ladung negativ ist und die Zahl dahinter, das nennt man die elementarelektrische Ladung und die finden wir ebenfalls im Taschenrechner. Dazu wieder Shift für gelb, 7 für konstant, dieses Mal Kategorie 2 für Elektromagnetismus. 2 und da ist sie, die Elementarladung, die mit der 3 versehen ist, also klicken wir auf 3 und dann auf ist. 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Jetzt haben wir genügend Informationen, um diese Formel anwenden zu können. Wir ersetzen m durch 9,11 mal 10 hoch minus 31, v durch 5 mal 10 hoch 7, Betrag von q durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und b durch 0,016. Und so finden wir als Radius von diesem Kreis ungefähr 0,0178 Meter, also 1,78 Zentimeter.